Hi Leute, willkommen bei Mami Blog. Ein Mädel auf Facebook hat mich letztens nach Ideen für ein Activity Board gefragt, was sie gerne für ihren Sohn basteln wollte. Und da habe ich gedacht, wow, eigentlich total die coole Idee für ein Video. Und habe mich da ein bisschen reingekniet und einiges ausprobiert. Und damit das Video jetzt hier nicht überfrachtet wird, habe ich mich dazu entschieden, 4 verschiedene Videos zu drehen. Und hier kommen jetzt meine Lieblingsideen für Kleinkinder von 1 bis 2 Jahren. Mein Sohn ist genau in dieser Altersstufe, der ist jetzt 16 Monate alt. Und so viel kann ich schon mal sagen, das Activity Board kam megamäßig an. Dieses Activity Board, das hat mir persönlich natürlich am meisten Spaß gemacht, weil ich ganz speziell Ideen gebastelt habe, von denen ich wusste, dass Yannick die jetzt gut finden wird. Der liebt im Moment Lampen, Räder, Rollen und Kugeln und findet gerade total Gefallen an so verschiedenen Steckspielen. Ganz oben auf der Liste stand die Kugelbahn. Die kann man natürlich aus Klo- und Küchenrollen basteln. Viel stabiler sind aber Plastikflaschen, habe ich gemerkt. Ich habe jeweils den Flaschenkopf abgemacht und am Ende habe ich jeweils ein Loch reingeschnitten. Beim Befestigen habe ich die Flaschen zuerst mit Holzleim an der Pappwand befestigt. Das hat den Vorteil, dass die Flaschen erstmal relativ gut halten, man sie aber noch gegeneinander ausrichten kann. Wenn alles so ausgerichtet ist, dass der Ball gut durchfällt, dann muss der Leim über Nacht trocknen, der wird aber transparent. Und die Flaschen, die sind dann fest, können allerdings mit so einem ganz kräftigen Ruck noch abgerissen werden. Und deshalb ist es sinnvoll, die zusätzlich noch mit so Kabelbinder zu befestigen. Das hält super bombenfest und ist nach ganz langem Spielen immer noch am richtigen Platz. Weil Yannick es im Moment liebt, Lichtschalter an- und auszumachen, wollte ich unbedingt noch eine Lampe an Bord mit dran haben. Dafür habe ich jetzt ganz simpel einfach eine batteriebetriebene LED-Lichterkette, das ist wichtig, weil die wird nicht heiß, in eine Plastikflasche reingesteckt und das Batteriefach, da ist auch der Lichtschalter dran, habe ich mit Heißkleber an Bord einfach festgeklebt. Dann habe ich auch wieder mit Heißkleber einen Timer angebracht, den hatte ich noch da. Und weil Yannick gerade Spielzeug, Auto und Staubsaugerräder so liebt, habe ich einfach ein Spielzeugauto genommen und das rückwärts an Bord befestigt. Klettspiele kommen im Moment auch total gut an. Deswegen habe ich noch ganz simpel einfach 3 Bällebadbälle genommen und die jeweils mit so einem kleinen Stück Klettband beklebt. Und jetzt kommt die Idee, die völlig unerwartet wirklich am besten bei Yannick ankommt. Dafür habe ich zuerst 3 Stücke von einer Purnudel abgeschnitten und für die Auffangbehälter habe ich die Böden von Plastikbechern abgeschnitten, die ich dann mit so Isolierband beklebt habe, um den Rand so ein wenig stabiler zu machen. Durch diese Tunnel können die Kiddies jetzt zum Beispiel Pompons oder auch andere kleine Kugeln durchfallen lassen. Und das ist ein ganz tolles Spiel, habe ich gemerkt, was sehr viele Kiddies sehr lange beschäftigt. Das war schon wieder bei Mami Blog. Ich hoffe, euch haben die Ideen gefallen und ihr gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch andere Ideen habt, schreibt mir doch gerne mal was in die Kommentare rein, was ihr so für eure Kiddies bastelt oder was ihr noch für weitere Ideen habt zum Beispiel. Das würde mich echt freuen. Ja, ich sage dann erstmal Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Video.